Es gibt zwei große Überraschungen, die wir in diesem Forschungsbereich beobachtet haben. Das ist zum einen, wie rasant dieses Thema an Fahrt aufgenommen hat, auch in der Forschung. So vor ein paar Jahren war es noch gar nicht so ein großes Thema. Mittlerweile ist es ein Thema, was international anerkannt ist, global eben erforscht, studiert wird. Zum anderen gibt es auch in Teilprojekten, das wäre das Zweite, was ich jetzt ansprechen möchte, auch Überraschungen. Wir haben uns zum Beispiel mal den Smartphone-Konsum von Menschen angeschaut. Und was ganz überraschend ist, dass die klassischen Kanäle des Smartphones, telefonieren, SMS verschicken, ziemlich out sind. Das nutzt kaum noch jemand. Dagegen sind alle irgendwie geswitcht auf diesen Geräten. Das heißt, während sie nicht mehr telefonieren oder keine SMS mehr verschicken, nutzen sie jetzt eben soziale Netzwerke oder eben Instant Messenger, wie wir sie nennen, wie WhatsApp, wo man kleine Nachrichten verschicken kann, die dazu führen, dass die Kommunikation sich sehr, sehr stark verkürzt hat und auch schneller geworden ist. Und ich glaube, das sind so die ganz großen Überraschungen, die wir unter anderem in den letzten Jahren beobachten konnten.